Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Winterritt. So, wir stehen wieder bei Alex und sind bereit für die nächsten beiden Herausforderungen und die nächste Aufgabe, die sie hat. Wie ihr seht, geht's Bella wieder besser und ich habe wieder mehr Stallpunkte. Ich war wieder fleißig. So, die Silbermedaille. Ich bin mir nicht so sicher, ob du schon für die Silbermedaille bereit bist, aber wenn du meinst, bitte sehr. Irgendwie sind die, die sonst immer so lieb sind, sind diesmal irgendwie misstrauischer uns gegenüber als diejenigen, die sonst immer so böse sind. Ha, ich hab's. Die anderen sind auch jetzt böse. Die wollen nur einfach, die wollen, dass wir hier den Löffel abgeben und uns verletzen, weil die Strecken so schwer sind und sagen deswegen immer direkt, ja, mach nur, mach nur. Ha, wir sind ihnen auf die Schliche gekommen. Oder so ähnlich. So, hier wieder rum. Das ist wirklich, das ist eine ganz gute Abkürzung, habe ich das Gefühl. Da, was heißt, habe ich das Gefühl, es ist definitiv eine ganz gute Abkürzung. So. Ich bin ja so gespannt, was noch alles kommt. Lal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 a. So. Und... meine Güte, was pfeift uns hier der Wind um die Ohren? Das ist ja wieder richtig krass. Richtig krass ist das. Ach, ich liebe diese Atmosphäre in dem Spiel einfach. Ich finde es einfach nur so toll. Ich nehme... ah, doch, hier sind wir richtig. Ich nehme übrigens gerade immer noch am Stück auf. Meine Stimme hält tatsächlich heute erstaunlich lange und erstaunlich gut. Wie gesagt, das muss ich einfach ausnutzen. Und wenn ich mehr im Voraus aufnehme, dann habe ich an anderen Tagen mal ein bisschen weniger. Kann ich Überstunden abbauen. So, zurück geht's hier in die Station. Was heißt Station? In das Zielhäuschen. So, da ist unsere Silbermedaille. Haben wir die auch gleich. So. Hervorragend geritten. Das war echt toll. Hier ist deine Silbermedaille. Die hast du dir echt verdient. Jetzt fehlt dir nur noch die Goldmedaille. Ja, und ich würde sagen, die holen wir uns direkt, oder? Du sagst, du willst die Goldmedaille? Na dann los, mach dich auf den Weg. Jetzt glaubt auch Alex mehr an uns. Oder auch Alex will, dass wir jetzt in den Graben rutschen. Eins von beidem. So. Dann mal auf, Bella. 1,40 haben wir jetzt Zeit. Ich habe gar nicht geguckt, wie schnell wir beim letzten Mal waren. Aber das ist doch eigentlich kein Problem für uns, oder? Komm, das packen wir. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ich habe nie Bob der Baumeister geguckt, aber das ist irgendwie so ein Spruch, den man trotzdem kennt. Das war schon so ein bisschen, da war ich schon so aus der Zeit irgendwie raus. So, wobei man muss ja mal sagen, man ist ja immer so jung, wie man sich fühlt. Ich bin ja zum Beispiel auch, ich gucke ja auch unheimlich gerne My Little Pony, muss ich ja auch sagen. Wobei ich wiederum finde, dass My Little Pony dadurch, dass es ja auch sehr viele erwachsene Fans mittlerweile hat, sind da tatsächlich auch einige Gags drin, die du nur als Erwachsener verstehen kannst. Ich finde, My Little Pony ist tatsächlich so ein bisschen so ein Phänomen wie zum Beispiel auch SpongeBob Schwammkopf. Ursprünglich für Kinder gedacht, aber es ist lang nicht mehr so. Ah, Mist. Aber es ist lang nicht mehr so, dass es nur Kinder gucken. Also das ist bei weitem lange nicht mehr so. Und ich finde, das ist, wie gesagt, tatsächlich auch bei My Little Pony so. Es gibt da auch extrem coole Mixe. Die sind teilweise schon so auf Privatpartys auch gespielt worden, habe ich mir erzählen lassen von einem Freund. Wo manche dann dazu abgefeiert haben und überhaupt nicht wussten, woher das Lied überhaupt kommt. Und dann hat man ihnen hinterher gesagt, ja, das war My Little Pony. Was? So nach dem Motto. Fantastisch. Das war eine der besten Leistungen, die ich je gesehen habe. Damit hast du diese Goldmedaille hier absolut verdient. Und denk dran, du kannst zum Trainieren gerne jederzeit wiederkommen. Ja, aber jetzt sollen wir erstmal Fortschritte machen. Okay, wenn du wirklich am Dietrich-Turnier teilnehmen willst, musst du dich für den einzigen Platz qualifizieren, den es für diese Region gibt. Und den darf nur der Stall von Pine Hill vergeben. Die werden einen Reiter auswählen. Ich schlage vor, du reitest da mal hin und sprichst mit demjenigen, der dafür zuständig ist. Okay. Da hinten haben wir jetzt die Aufgabe. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Ich glaube, hier unten geht es lang.
Aber wir haben noch einige Orte, die wir nicht gefunden haben. Hier oben ist noch einiges, glaube ich, wo wir noch nicht waren. Müssen wir mal schauen. Wie kommen wir denn jetzt überhaupt? Hier bin ich doch falsch, ne? Wir müssen hier unten irgendwie am Wasser lang, glaube ich. Na gut, dann gucken wir mal vorbei. Wir werden die anderen Orte schon noch irgendwie kennenlernen, finde ich. Denke ich, hoffe ich. Irgendwie bestimmt. Das kommt schon noch alles. Kommt Zeit, kommt Rat. Das ist auch so eine uralte Weisheit irgendwie. Mensch, Pine Hill. Jetzt geht's also dahin. Was haben wir eigentlich heute für einen Tag? Dienstag, ne? Jetzt dadurch, dass ich, also jetzt, wo ihr das gerade seht, wo ich aufnehme, haben wir auch gerade Dienstag. Wie passend. Hier ist noch ein kleines Häuschen. Da oben ist noch eine Reithalle. Ah, guck mal, da hinten ist Pine Hill, da sieht man schon. Okay, okay. Ein bisschen düster sieht das schon aus. Aber schauen wir erstmal. Ah, da hinten, da ist der Stall von Pine Hill. Da können wir dann bestimmt auch noch weitere Sachen kaufen. Ja, was heißt weitere Sachen? Weitere Pferde. So, ich reite mal hier hinten rum. So, so. Das heißt hier hinten, das ist also Pine Hill. Mhm. Interessant. Wieder was dazugelernt. Ja, wann wird das wohl bei Star Stable Online reinkommen? Mit Sicherheit kommt es auch noch rein. Da bin ich mir ziemlich sicher. D-Ding, D-Ding. Oh nein, hier stehen wieder Chormitarbeiter. Hallo, ich bin Personalleiter A42. Bist du sicher, dass du mit mir über das Dietrich-Turnier sprechen willst? Falls ja, komm bitte ein andermal wieder. Dann erzähle ich dir vielleicht etwas darüber. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, wie viel ich preisgeben kann. Ich habe in meinen Unterlagen nachgesehen. Alle Anfragen sind an Mr. Sands in der Villa von Pine Hill zu richten. Er verwaltet alle Angelegenheiten, die mit der Teilnahme an Dietrich-Turnier zu tun haben. Okay, also müssen wir zu Herrn Sands. Hier unten. Aber warte mal, wollen wir mal gerade noch gucken, was hier für Pferde stehen? Das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Stall, ne? Nee, doch nicht. Er scheint doch normal groß zu sein. Ich will mal eben schauen. Dann können wir auch gerade noch mal Bella eben ein bisschen versorgen. Die ist nämlich schon wieder ein bisschen schlapp. So, trinkt noch was. Und nochmal putzen. Und wenn wir geputzt haben, dann kannst du auch noch was futtern. So, war auch schon wieder drei weg. Das ist so wahnsinnig schnell, wie die Vorräte weg sind. So, wir machen direkt mal noch den Eimer wieder voll. So. Ja, wo können denn hier noch die ganzen Orte sein? Hier waren wir eigentlich überall. Die können ja eigentlich nur noch hier oben rum sein. Ja, mal gucken. So, wen haben wir hier? Hier haben wir einen Anglonormann. Okay. Der Anglonormann ist ein sportliches europäisches Reitpferd. Sein Stockmaß beträgt etwa 1,60 bis 1,70. Die Farben sind meist braune, aber auch Füchse und Schimmel kommen vor. Der Anglonormanne stammt aus Frankreich und ist vor allem für den Springsport sehr gut geeignet. Sein Ursprung liegt im normannischen Kaltblüter. So, dann haben wir hier ein Pferd, über Star Stable Herbstritt, beziehungsweise auch das von Justin. Ah, ein Bojani, wenn man das denn so ausspricht. Bojani ist das Ergebnis einer russischen Zucht, die Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen wurde. Dank seines Vollblutanteils ist dieses Pferd sehr zäh und gut zu handhaben, was es zu einem exzellenten Sportpferd macht. Es lässt sich gut trainieren und hat hervorragende Gänge. Oh, ich hätte es eh nicht kaufen wollen. Dann, wen haben wir hier? Ist ja auch ein hübsches. Ein kanadisches Warmblut, okay. Das kanadische Warmblut wurde speziell auf Sportlichkeit hingezüchtet. Diese Pferde eignen sich für die unterschiedlichsten Disziplinen, wobei ihnen das Springen besonders liegt. Dank sorgfältiger Züchtung sind sie sehr gehorsam und haben kräftige Beine und Hufe. Und wen haben wir hier hinten noch stehen? Oh, du bist ja schön. Du bist ja ein Träumchen. Wow. Ein australisches Warmblut. Boah, es ist teuer. Das wäre perfekt für uns, aber es ist zu teuer. Wenn ich eins kaufen würde, dann das hier. Aber boah, Wahnsinn. Die australischen Warmblüter sind eine Kreuzung aus europäischen Warmbluthengsten mit australischen Stuten. In olympischen Disziplinen, Dressur, Springen und Vielseitigkeit haben sie ihrem Land schon viele Medaillen eingebracht.
Wow, es ist wunderschön, das hätte ich gerne. Aber das ist wohl ein Ticken zu teuer. Oh, ein Westfale! Der Westfale ist, ist ein deutsches Warmblut, das über ausgeprägte sportliche Fähigkeiten verfügt und sich im Geschirr wie unter dem Sattel gleichermaßen gut macht. Besonderes Talent zeigt er in der Dressur und beim Springen. Auch als Militärpferd hat der Westfale Verwendung gefunden. Aber das hier, oh, das ist schön. Oh, du bist schön. Du bist toll, aber zu teuer. Definitiv zu teuer. Naja, dann wollen wir erstmal zu Herrn Sands. Vielleicht können wir mir ein Pferd abschwatzen. Glaube ich eher weniger. Aber okay. Kommen wir da denn hin? Von da hinten? Ja, da kommen wir von hier nicht hin. Aber warum ist da so eine Hütte? Da müssen wir doch eigentlich auch gar nicht hin. Naja, gut. Wir schauen einfach mal zu Herrn Sands rüber. Wir wollen uns ja für das Dietrich-Turnier melden. Wollen wir doch mal gucken, ob er hier auch so ein Knurzkopf ist, wie in Star Stable Online. Denn da ist er ja wirklich mit extremer Vorsicht zu genießen. Drücken wir es mal vorsichtig aus. Ja, Bella lacht sich auch schon einen ab. So. Ach, ist hier noch ein Stall? Nee, ne, das ist ein Haus. Das ist nur so ein bisschen in den Farben wie ein Stall. Boah. Bloß nicht ins Wasser fallen, es ist kalt. Hier ist noch ein Laden. Es ist alles so militärisch angehaucht hier irgendwie. So. Da hinten ist es. Pine Hill. Und gleich wird mir noch eine Spur kälter hier. Ich will da eigentlich überhaupt nicht hin. Aber okay, müssen wir ja wohl. Das hat so eine beklemmende Atmosphäre irgendwie, dieses Anwesen. Das ist so ein bisschen, finde ich, vergleichbar mit dem Deville-Haus aus 101 Dalmatiner von der Cruella de Vil. Entdeckt, Pine Hill. Ja, hier ist eine Rennstrecke. Okay. Gut, uns fehlen jetzt noch drei Orte auf der Map. Und da steht er, der Herr Sands. Hallo, junge Dame. Ja, ich bin Mr. Sands, der Besitzer von Pine Hill. So, so, du möchtest also gerne am Dietrich-Turnier teilnehmen? Wie willst du mich davon überzeugen, dass du dafür wirklich qualifiziert bist? Wie wäre es mit einem Rennen? Eine französische Gourmet-Mahlzeit? Ich weiß wirklich nicht, was Antoine sich dabei gedacht hat, aber das schlägt das fast den Boden aus. Wenn du ernsthaft am Dietrich-Turnier teilnehmen willst, solltest du vorher ein bisschen darüber nachdenken, für wen du Botengänge erledigst. Aha, du sagst also, du kannst gut reiten, ja? Hm, ich habe da ja so meine Zweifel. Aber ich will dir eine Chance geben. Mach bei dem Rennen rund um die Villa mit. Wenn du das innerhalb der Zeit schaffst, die ich dir vorgebe, dann reden wir noch einmal über die Sache. Na komm, Bella, das kriegen wir doch hin, oder? Das kriegen wir doch hin. Go, go! Das schaffen wir doch. Warte mal, wir müssen... Ach, da zum Ausgang, na supi. Direkt das erste Mal versaubeutelt hier. 4 Minuten! Boah, das ist wieder ein langes Rennen. Das ist wieder ein sehr langes Rennen. Wo geht's weiter? Da oben oder hier unten? Hier unten geht's weiter. Okay. Die Bronzemedaille würde ich ganz gerne heute trotzdem schon machen. Ich würde heute gerne den normalen Durchgang und Bronze schaffen. Und nächste Folge Silber und Gold. Das ist doch eigentlich ein Ziel, mit dem man arbeiten kann. Aber gucken wir erstmal, wie schwierig das Rennen wirklich ist. Ich denke mal, so 3 Minütchen werden wir wahrscheinlich dafür brauchen. Da wir hier ja eine Vorgabe haben von 4 Minuten, sind wir ja beim ersten Mal, wo es noch nicht um die Medaillen geht, meistens 1 Minute drunter. So, hier können wir auch wieder ein bisschen hüpfen. Vielleicht sind wir dadurch schneller, ich weiß es nicht. Und ich glaube, das geht nur in Star Stable Online. So, jetzt wird es wahrscheinlich nochmal auf der anderen Seite rumgehen.
geht's denn hier jetzt weiter? Da hinten, oder? Ja. Wir sind da doch daran vorbei. Mensch. Stell dich nicht so an, Bella. Bist du sonst nicht so findhamelig? Ja, guck. Und hier fliegst du und machst nix. Mensch. Nee, Pferd. Okay. Hier runter. Hier können wir uns links halten. Hier müssen wir springen, auf jeden Fall. Boah. Da müssen wir ausweichen. Da kommst du ja nicht drüber. Ich glaube nicht, dass er zum Drüberspringen konzipiert ist, dieser Baumstamm. Das ist ja ein Riesenteil. So, da könnte man rein theoretisch abkürzen. Jetzt geht's hier links weiter. Möglichst nicht durch den Busch durch. Es ist ziemlich verworren, das Rennen hier. Also es ist hier das erste Mal eher schwierig, den Weg zu sehen. Als dass die Strecke jetzt sonderlich anspruchsvoll wäre. Okay, jetzt nochmal hier unten runter und dann wahrscheinlich zurück die Einfahrt rauf. Wenn ich mir die Zeit so angucke, könnte das hinkommen. So, hier jetzt wieder dran vorbei. Ist das wieder so ein Riesenbaumstamm? Ja, das sieht so aus. Das sieht so aus. Wir waren diesmal eigentlich noch relativ langsam. Dann ist das Rennen gar nicht so hart, wie ich gedacht habe. So. Super. Ha, ich bin ein Idiot. Ich muss doch da rein. Ah, komm schon. Habe ich mich hier blamiert vor Mr. Sands. Na guck, das haben wir doch immerhin geschafft, ne? So. Tja, du hättest es vielleicht schaffen können, aber so ganz überzeugt hast du mich nicht. Noch nicht. Ja, die Bronzemedaille will ich jetzt aber machen. Ich vergebe nur selten eine Medaille, aber zeig mal, was du kannst. Ja, die machen wir jetzt heute noch, die Bronzemedaille. Darauf kannst du aber Gift nehmen. Sandmann. Mr. Sandman, bring me a dream. Ba 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 ba. Na, wer kennt das Lied? Mr. Sandman, bring me a dream. Ich kann nicht singen, ich weiß. Deswegen höre ich jetzt auch auf, ansonsten rennt ihr alle weg oder kratzt euch die Ohren aus. Und das will ich nicht verantworten. Okay. Boah, dann wird es aber heute eine lange Folge. Dann wird die Folge sogar etwas über 20 Minuten lang, wenn ich hier gerade mal so auf das Öhrchen gucke. Was unter mir durcheiert. Oh, das wäre geil. So eine Eieruhr. So eine Eieruhr, die genau 15 Minuten durchläuft und die dann hier hinstellen, um die Zeit zu nehmen, wie lange ich aufnehme. Das hätte schon Stil. Das wäre viel cooler als so eine Handyuhr. Damit konnte man mich früher echt beschäftigen. Mich einfach vor so eine Eieruhr setzen und dann habe ich geguckt, bis der Sand durchgelaufen ist. Ja, ich weiß. Ich war leicht zu beeindrucken. Ich hatte auch... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das noch jemand von euch kennt. Sagt irgendjemandem von euch noch dieses Spiel Bedtime Bunnies was? Das waren so kleine Häschen. 4 Stück an der Zahl. Die waren in so einer Seifenlauge. Waren die in so einem... Es war so ein Plastikbehälter und die schwammen halt in so einer Seifenlauge rum. Das war wie so ein Zimmer. Da waren unten 2 Betten gegenübergestellt. Dann etwas erhöht nochmal eins im Fenster und ganz oben noch eins, das so ein bisschen hin und her geschwungen ist. Und Ziel bei diesem Spiel war es, da war so ein Knopf, den man drücken konnte. Und dann ist das eben so durchgewühlt worden, dieses Wasser mit der Seifenlauge. Spülmittel konnte man da reintun. Und dann konnte man durch Drücken dieses Knopfes konnte man dann die Häschen in die Betten befördern. Und man hatte dann das Spiel gewonnen quasi. Also es kam jetzt nicht irgendwie ein Sound oder sowas. Das gab es da alles überhaupt nicht. Aber man hatte quasi das Spiel gewonnen. Oh je, wir müssen uns um Bella kümmern. Wenn alle Häschen in den Betten drin waren.
wenn jedes Bett besetzt war. Das habe ich gespielt bis zum Get-No. Ich muss mal gucken. Ich habe es auf jeden Fall nicht weggeworfen. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das noch irgendwo in meiner alten Spielzeugkiste haben. Wenn ja, dann müsste ich echt mal gucken, dass ich das mal besorge. Und dass ich das mal irgendwie in dem Video zeige. Das muss ich echt mal machen. Das schreibe ich mir gleich direkt mal auf den Zettel auf. Bedtime Bunnies suchen. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Und Leute, das ist besser als jedes DS-Spiel. Ja, also auf... Ja, doch. Es hat mich damals tatsächlich mehr gefesselt als mein Gameboy. Doch. Zumindest zeitweise. Immer abwechselnd. So. Das hat mich nicht sonderlich beeindruckt. Aber immerhin hast du das Zeitlimit eingehalten. Hier ist deine Medaille. Ja, ihr Lieben. Das war's dann auch erstmal wieder mit Star Stable Winterritt für heute. Morgen geht's weiter, dann gucken wir mal, ob wir Mr. Sense noch irgendwie beeindrucken können und davon überzeugen können, dass wir die Richtige sind fürs Dietrich-Turnier. Und ja, dann danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüss!